Ende kommt. Wir Bauern haben über viele Jahrhunderte und Generationen hinweg die Nutztiere entwickelt, von der Wildform bis zur Nutzform. Das waren nicht die Feudalen, das waren nicht die Universitäten, die Wissenschaft oder die Kirchen, das waren wir Bauern. Und dann ist doch jedem klar, dass hier die Bauern auf kalte Art und Weise enteignet werden. Und darum sind sie auch so arm. Ich bin Bauer in 14. Generation. Die sind nicht so arm, weil sie faul sind, sondern weil sie die Verlierer der industriellen Entwicklung sind. Wir haben uns befreit von den Feudalen. Und wir werden uns jetzt nicht zu Knechten machen lassen des Großkapitals. Da können Sie Gift drauf nehmen. Sie produzieren es ja auch schon. Bühler ist ja vielleicht auch eine Figur, die andere nicht so mögen, weil er immer das Beispiel dafür ist, es geht auch anders. Bühler ist eine gestaltgewordene Alternative. Es geht anders. Also ich denke, wenn einer Bio macht, das muss im Kopf dann sein. Ich kann nicht nur Bio machen, weil ich denke, ja, da mache ich mehr Geld. Nur, dass das eine Freude macht, wenn die hier auf der Wiese rumpollen, sage ich mal, rumspringen, ganz klar. Schön, wenn man das so ansieht, wie es denen gut geht. Und wenn man sie einstreut, wie sie dann einfach rumrennen, die fühlen sich einfach wohl. Also aus meiner Sicht gibt es eigentlich keinen schöneren Beruf, wie Landwirt oder Bauer zu sein. Oh, perfekt. Ein Aroma. In unserem Fall kriege ich dieses gute Futter, die Kühe. Ich habe noch nie eine Statistik gesehen, wo jemand einen höheren Milchpreis bezahlt wie wir. Und da sind wir natürlich schon sehr, sehr stolz drauf. Das heißt, die gesamte Wertschöpfungskette vom Acker bis auf den Teller ist bei uns in bäuerlicher Hand. Wenn du dich damit auseinandersetzt, was es mit dem Körper, mit dem menschlichen Körper macht, wenn du so viel Chemie zu dir nimmst, dann willst du so nicht mehr produzieren. Dieser Umbruch, er muss alle betreffen. Und die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall ist einer der möglichen, hervorragenden Wege, die wir gemeinsam gehen müssen. Das Haupthindernis für Ökolandwirtschaft oder Agrarökologie ist unser Wirtschaftssystem. Und deshalb muss einer der ersten Punkte jetzt sein, dass wir das ganz radikal angehen. Im Grunde wissen wir, wie es geht, eine nachhaltige Landwirtschaft und Gesellschaft aufzustellen. Wir müssen es nur tun.